Hi Friends, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist literally 4.50 Uhr. So sehe ich aus, so fühle ich mich. Aber hier oben im Studio haben wir knapp die 30-Mark-Marke am Tag geknackt. Und deswegen dachte ich mir, Junge, steh ein bisschen früher auf, setz dich hin und dreh ein neues Video. Ich freue mich ganz doll, denn heute zeige ich euch so als kleinen Vorgeschmack schon mal Drogerieprodukte, die ich immer wieder nachkaufen würde. Beziehungsweise habe ich ja auch eine komplette Schublade hier schon mit aufgebrauchten Produkten voll. So ein, zwei Produkte will ich noch sammeln, damit ich euch das Video zeigen kann. Ihr könnt mir dazu aber gerne schon mal ein Feedback schreiben, ob ihr darauf in naher Zukunft Lust habt. Und ja, wir schminken heute was Wunderschönes. Ich will eine Sache neu ausprobieren. Vielleicht habt ihr die Erfahrung mit der Technik schon gemacht. Ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Ich hoffe, es geht euch natürlich gut und hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Ich war auf dem Junggesellenabschied, denn nächste Woche heiratet der beste Freund von Danny und ich freue mich ganz doll drauf. Und ich muss schon so ein bisschen überlegen, wie ich mein Make-up an der Hochzeit machen soll. Auch das könnt ihr mir bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich kriege im Moment vermehrt Nachrichten wie, hey, kannst du uns Make-up für eine Hochzeit, für eine Taufe, für eine Konfirmation zeigen, die ja alle so ein bisschen verschoben wurden. Also falls ihr darauf Lust habt, schreibt mir das gerne. Wir schminken heute einen Drogerielook nur mit Produkten, die ich, wenn sie leer wären, beziehungsweise auch wenn sie schon leer gewesen sind, ich würde sie mir immer wieder nachkaufen. Bei mir ist das Ganze immer so ein bisschen schwierig, denn ich verbrauche recht selten ein Produkt komplett. Meistens ist es leider so, dass durch die Menge, die ich hier an Produkten habe und euch zeige, um euch sie zeigen zu können, ich recht selten ein Produkt von vorne bis hinten durchgehend benutze. Diese Produkte habe ich aber teilweise schon mal aufgebraucht oder sind auf gutem Wege dahin aufgebraucht zu werden und ich starte mit dem Insta Bright Serum Primer von Catrice. Der ist aus der Clean ID Reihe. Ich glaube, der ist sogar im Standardsortiment. Der hat so eine leichte Färbung und den gebe ich mir schon mal aufs Gesicht. Der ist im Prinzip wie so ein Liquid Highlighter tatsächlich. Also erinnert mich so ein bisschen an die Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ich liebe den Geruch und der schmiegt sich so wunderschön an die Haut. Zieht super schnell ein und gleicht schon mal so ein bisschen aus. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Im Sommer ist bei mir das Make-up meistens immer so ein bisschen, meine Haut ist so ein bisschen durcheinander und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich das so ein bisschen besser in den Griff kriege. Das gleicht das ein bisschen aus, zieht schnell ein, gibt so eine leichte, schützende Schicht zwischen eurer Haut und der Foundation, die ich jetzt auch gleich im Anschluss auftragen möchte. Ich probiere das Ganze heute so ein bisschen leichter zu machen im Moment. Also, ich weiß nicht, dieses Jahr ist es das erste Mal bei mir ein bisschen anders, dass ich nicht unbedingt das Bedürfnis habe, Full KK Cake Face zu tragen. Deswegen im Moment trage ich tatsächlich eigentlich nur diese Glowish Foundation, die ich absolut liebe. Die Essence Day All Day. Ich glaube, das ist die in der neuen Version, in der Glasverpackung. Mag ich sehr, sehr gerne. Die ist super günstig, die ist super schön. Ich wollte euch nicht schon wieder die Rivalte Loop Hyaluron Foundation zeigen. Aber diese hier, ich zeige sie euch mal, wenn ich sie auf der halben Seite eingearbeitet habe, sieht super schön aus. Und auch hier, wenn ihr nicht so auf Full Coverage steht, aber trotzdem eine recht gut deckende Foundation haben wollt, ist das genau die richtige. Die gleicht nämlich super schön eure Haut aus und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie den ganzen Tag hält. Also das ist so immer so ein bisschen das Ding, was ich als problematisch sehe bei diesen Light Coverage Foundations. Meistens trage ich zumindest, ich kann nur für mich reden, im Sommer, wenn es wärmer wird, leichter deckende Foundations. Aber gerade da brauche ich eine Foundation, die sehr, sehr gut hält. Und für mich hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich eine leicht deckende Foundation auch hinkriege, in dem Moment, wo ich beispielsweise ein bisschen Sonnencreme mit reinmische oder eine Feuchtigkeitscreme. Sieht trotzdem schön auf der Haut aus. Grüße gehen raus an Hans und Franz. Franz ist fast schon gegangen, der ist in Urlaub, aber Hans hat noch keine Lust. Ihr seht sofort diesen Unterschied und ich gehe ein bisschen ans Licht, dass ihr den Effekt einmal auf meiner Haut sehen könnt. In Kombination mit diesem Primer sieht das super, super frisch aus. Beim Concealer war ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen unschlüssig. Ich wollte euch nicht schon wieder den XX Revolution Concealer zeigen. Einer der besten Concealer meiner Meinung nach. Recht günstig, sehr lang anhaltend und ihr habt extrem viel Produkt drin. Wir probieren heute zwei Sachen aus. Einmal tragen wir als Concealer diese Kombi auf. Das ist so meine Geheimwaffe, wenn
nicht so viel Geld da ist. Die Camouflage Concealer in Matt und den Camouflage Concealer in Healthy Glow. In Healthy Glow ist er mir viel zu hell und hier viel zu dunkel. Ich starte meistens mit dem Dunklen und dann seht ihr auch gleich, warum er recht dunkel ist. Im Sommer funktioniert der ganz gut. Also das ist verrückt. Der passt bei mir, wenn ich keine Foundation habe, besser zu meiner Haut, als wenn ich Foundation trage. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Foundations meistens nicht passen. Den gebe ich minimal hier vorne hin und hier außen und hier in die Mitte so ein bisschen. Und dann mische ich das Ganze beim Verblenden einfach zusammen. Ich finde, dadurch habe ich einfach einen sehr, sehr guten Color Match. Hat auch lange nicht mehr gesagt, das Wort. Mit einem schönen Ergebnis. Wir haben die Langanhaltbarkeit von dem matten Concealer und diesen schönen frischen Glow von dem Healthy Glow Concealer, logischerweise. Und ihr seht, schön gleichmäßig abkaschiert und die Farbe passt. Jetzt kommen wir zu einer Technik, die ich ausprobieren wollte. Bei Maybelline ist es so, mittlerweile verschicken sie nicht mehr random PR-Pakete, sondern einmal im Monat oder alle zwei Monate kriegen wir Influencer eine E-Mail von denen mit einem Link zu einer Webseite, wo wir uns die Produkte aussuchen können. Und ich habe mir dieses Mal den Anti-Age Augenlöscher ausgesucht in der Farbe 145 Warm Olive. Der ist sehr, sehr dunkel. Ich wollte damit aber schauen, ob man den als günstige Cream-Contour-Variante benutzt. Die Farbe Warm Olive klingt für mich zumindest schon mal so ein bisschen kühler und deswegen schauen wir mal. Ich mag den Concealer als Concealer nicht, aber vielleicht als Cream-Contour und gebe mir erstmal hier so ein bisschen hin und wir schauen mal. Dadurch, dass der warm ist, habe ich auch die Hoffnung, dass ich mir dadurch gleich den Bronzer so ein bisschen spare. Dann nehme ich mir hier einen synthetischen Pinsel und stempel das Ganze einmal hier rein. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das schon mal gemacht habt, mit einem dunkleren Concealer einfach eure Cream Contour oder Cream Bronzer zu machen. Ganz ehrlich, ich mache mal das Licht weg. Ich liebe die Farbe. Nehme noch ein bisschen mehr. Das Schöne ist, die Deckkraft ist auch nicht so ultra hoch und dadurch, dass es halt ein Concealer ist, ist die Textur einfach so gemacht, dass man wenig Produkt braucht, aber ein großes Ergebnis kriegt. Bei mir, bei meinen Augenschatten reicht das nicht. Ja, Freunde, definitiv haben wir hier eine gute, günstige Cream Contouring und Cream Bronzing Version gefunden. Probiert's mal aus. I love it, I stan. Was sagt ihr? Zum Setten benutzen wir heute ein mattes Puder von Catrice. Das ist das All Matte Plus Powder. Das ist so ein Puder. Zum Setten ist es gar nicht schlecht. Wofür ich es lieber benutze, ist tatsächlich im Alltag. Ich habe so ein Ding immer in meiner Tasche, um zwischendurch einfach mal so ein bisschen hier zu mattieren. Ihr seht, das geht sofort raus. Das gibt nochmal so einen leichten Touch an Deckkraft. Und wenn ihr das einfach so ein bisschen einstempelt, dann ihr braucht nicht viel davon. Also unter den Augen brauche ich ein bisschen mehr, da creases bei mir, aber ihr seht, es ist im Vergleich zu dieser Seite super gut mattiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese super günstigen Drogeriepuder viel, viel besser geworden sind. Erinnert ihr euch an, ich glaube Clearasil. Kennt ihr noch dieses Clearasil-Make-up, diesen Concealer-Stick, den wir uns unter die Augen geschmiert haben? Und diese Puder, die so ein bisschen antiseptisch sein sollten, die waren ja eine Katastrophe. Ich finde, dass die Drogeriepuder mittlerweile sehr, sehr gut geworden sind. Also das ist sehr matt, das ist sehr deckend und das ist sehr leicht auf der Haut. Und ihr seht, zack, einfach so ein bisschen hier rüber. Auf der Stirn lasse ich es, denn die Stay All Day Foundation muss bei mir tatsächlich nicht unbedingt gesettet werden. Ich finde, so sieht die Haut recht frisch aus, hat noch so ein bisschen Bewegung mit drin. Und ihr könnt so ein bisschen hier rüber gehen und habt da einfach so einen ausgeglichenen Effekt. Ist es Sommer? Ja, ich schwitze. Das nächste Produkt habe ich eine ganze Weile nicht mehr genutzt. Das ist ein Bronzer. Und ich habe den ja früher bis zum Umfallen gehypt. Und ich liebe ihn immer noch. Ich habe aber lange nicht mehr zugegriffen. Das ist der der Butter Bronzer. Wie auch immer er heißt, von welcher Marke. Physicians Formula. Tolles Produkt. Das Schöne bei dem ist, der ist von der Textur her wie nass auf der Haut. Also ich brauche nur ein bisschen, gehe hier einfach nochmal so ein bisschen rüber. Da ist, ich glaube, Murumuru-Butter oder so drin. Auch, was auch immer das ist. Der Effekt auf der Haut ist aber sehr schön, weil das auf der Haut nicht so matt ist. Ihr seht hier immer noch Bewegung, obwohl es ein Puderprodukt ist, ne?
einfach hier so ein bisschen drauf gestempelt. Er ist recht kühl, also er eignet sich auch, wenn ihr ein bisschen heller seid, sehr gut als Contouring Powder. Und so ein bisschen hier auf die Nase. Nur ein bisschen. Der Maybelline Concealer hat eigentlich schon seine Arbeit getan. Den würde ich jetzt in meine Make-up-Aufgebraucht-Schublade packen, weil der jetzt einfach durch ist. Aber tolles Produkt. Dann möchte ich einen Blush benutzen. Und da muss ich sagen, war ich so ein bisschen inspiriert von Kylie Jenner. Vielleicht habt ihr meinen TikTok oder meinen Reel am Wochenende gesehen. Da habe ich ja diesen Dior Blush gezeigt. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Aber Sleek hat auch sehr gute Blushes und ich möchte jetzt diese Kombi einmal kurz ausprobieren. Nur für mich, den benutzen wir als Drogerieprodukt, denn ich habe gesehen, wie angeblich Kylie Jenners Make-up-Artist ihren Blush aufträgt. Und sie nimmt erst so einen Peachy Coral Ton. Die sind super pigmentiert und geht mit dem Peachy Ton hier oben lang und mischt den so ein bisschen in den Bronzer rein. Und hier direkt an die Schläfe. Bisschen auf die Nase. Und dann nimmt er diesen Dior Blush, der angeblich seine Hautfarbe, also der die Farbe ändern soll, in Kombination mit Feuchtigkeit auf der Haut, beziehungsweise Feuchtigkeit in der Luft. Wenn du ihn swatchst, siehst du fast nichts. Der ist extrem hell und recht soft pigmentiert. Was ich gestern aber so verrückt fand, ich habe ihn gestern getragen und im Laufe des Tages, hier seht das glaube ich, ne? Da wo mein Finger drin war, ist er ein bisschen dunkler als außen. Im Laufe des Tages ist er immer ein Stückchen intensiver geworden. Also ich habe viel zu viel aufgetragen gehabt und den setze ich mir hier vorne nur hin. Ist jetzt kein Drogerieprodukt, ich will es aber einfach mal in dieser Kombination mit diesem Peach ausprobieren. Ist ganz süß. Ist er 40 Euro wert? Ich glaube nicht. Was ich hier aber noch habe, ist von Love, die Glorious Palette. Das ist, ich finde, das muss man muss es Love einfach gönnen, dass man sagt, Love ist eigentlich kein Drogerie-Make-up mehr. Qualitativ zumindest nicht. Sind die ganz weit im High-End-Bereich, aber zu Drogeriepreisen. Die Qualität von den Produkten ist fantastisch. Für das Geld kann man wirklich sagen, sind die super, super gut. Und ich gehe einfach in alle drei, vor allen Dingen hier in den roten unten und setze mir das hier als Topper so ein bisschen rüber. Das hat so einen schönen Wet Skin Effekt auf eurer Haut und ich werde ihn nie in meinem Leben leer kriegen. Ich glaube nicht mal, wenn ich mich jeden Tag schminken würde, weil man nicht viel davon braucht. Hier unter die Augenbraue, noch ein bisschen hier aufs Lippenherz und dann gehe ich mit dem Rest einfach nochmal hier so ein bisschen über meine Stirn. Seht ihr, wie schön reflektierend die Haut aussieht, als hätte ich sie nicht gesettet. Wow, wow, wow. Für meine Augenbrauen habe ich tatsächlich nichts aus der Drogerie aktuell, was ich gerne benutze, außer den NYX Brow Pen. Aber ich habe hier von She Glam diesen Augenbrauenstift. Ich liebe den. Für meine Lippen benutzen wir von e.l.f. aus der Mint Melt Kollektion den Lip Plumper in der Farbe Mint Chocolate. Das ist so ein schönes Nude. Der hat fast meine Lippenfarbe, hat eine recht gute eigene Deckkraft. Und sieht super, super schön auf den Lippen aus. Der plumpt so ein bisschen. Vielleicht sollte ich wirklich mal e.l.f. eine komplette Chance geben. Also ich habe ja wieder die Full-Face-Only-Drogerie-Reihe. Ich glaube, e.l.f. gehört definitiv zu einer Marke, die unterschätzt ist, weil einfach sie recht neu ist. Aber sie haben gute Produkte. Bei der Mascara war ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, weil, ich weiß nicht, schreibt es mir gerne, wie ist der aktuelle Stand mit der Mascara von Maybelline, die Sky High Mascara ist, muss man sagen, wirklich eine gute Mascara. Ich bin beim Mascaren aber auch nicht so anspruchsvoll. Ich teste gerade eine andere Mascara, die da schon recht nah rankommt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich sagen darf. Aber ich glaube, in ein paar Wochen kann ich sie euch zeigen. Vielleicht sogar nächste Woche schon. Oder diese Woche. Ich weiß nicht. Ich frage mal. Und so sieht meine Summer Base mit Drogerieprodukten aus, die ich immer wieder nachkaufen würde. Wie gefällt euch der Glow auf meiner Haut? Schaut euch diese Bewegung an, Freunde, ich lieb's. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gefallen euch die Produkte? Habt ihr Drogerieprodukte, auf die ihr euch immer verlassen könnt, die ihr immer wieder nachkauft? Dann schreibt mir das unbedingt einmal in die Kommentare. Schaut gerne im Anschluss auch noch ein weiteres Video. Ich verlinke euch hier einmal zwei. Da könnt ihr einmal raufklicken. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns am Mittwoch wiedersehen. Passt auf euch auf.